B2.5. Die Strecke MP0 besitzt unter den Strecken MPN die minimale Länge. Zeichnen Sie diese Strecke in das Schrägbild zu B2.1 ein und berechnen Sie deren Länge. Begründen Sie sodann, dass es unter den Dreiecken BDPN kein Dreieck mit dem Flächeninhalt von 18 Quadratzentimetern gibt. So, erster Teil. Die Strecke MP0 besitzt unter den Strecken MPN die minimale Länge. Und diese sollen wir jetzt einzeichnen. Minimale Länge heißt immer, das ist der Abstand von einem Punkt zu einer Geraden oder zu einer Strecke. Und der Abstand, das ist jetzt ganz wichtig, steht immer senkrecht auf dieser Strecke. Das heißt, wenn wir diese Strecke jetzt einzeichnen, dann müssen wir das auch senkrecht zu der Strecke AS bzw. AP zeichnen. Also ist hier ein rechter Winkel zu finden. So, hier liegt dann auch P0. Und ja, weiter geht's. Berechnen Sie deren Länge. So, kommt wieder das Übliche. Also, ich muss die Länge, was war es, MP0? Ja, MP0 berechnen. Ich schaue mir wieder an, in welchem Dreieck liegt diese Strecke MP0. Da haben wir das Dreieck AMP0. Es ist ein rechtwinkliges Dreieck, demnach gelten Sinus, Cosinus und Tangens. Was kennen wir alles daraus? Wir kennen die Strecke AM mit 6 cm und wir kennen den Winkel CAS mit 56,31 Grad. So, schauen wir uns noch an, diese blaue Strecke ist die Gegenkathete dazu. Also haben wir Gegenkathete und Hypotenuse. Der Satz, der mit der Arbeit ist der Sinus. Also können wir berechnen. Fahre ich weiter hoch, Sinus des Winkels CAS ist gleich die Gegenkathete MP0 geteilt durch die Hypotenuse, also AM. Setzen wir die bekannten Größen ein. Sinus von 56,31 Grad ist gleich MP0 geteilt durch 6. Formen wir um, dass wir nach MP0 auflösen, also MP0 ist gleich, also mit 6 multipliziert, 6 mal Sinus von 56,31 Grad, tippen wir in den Taschenrechner ein und erhalten für MP0 eine Länge von 4,99 cm. So, jetzt heißt es weiter. Nicht ganz fertig. Begründen Sie sodann, dass es unter den Dreiecken BDP0. Also das zeichne ich jetzt nicht extra nochmal ein. Steht ja nirgendwo dran, also machen wir es auch nicht. Aber unter diesem Dreieck BDPN kein Dreieck mit dem Flächeninhalt von 18 cm zum Quadrat gibt. So, die Idee dahinter ist jetzt, man berechnet den Flächeninhalt des Dreiecks BDP0. Warum? Das ist das Flächeninhalt mit der kleinsten Fläche. Ja, also Flächeninhalt berechnet man ja wieder über 1,5 mal Grundseite mal die Höhe. Die Grundseite ist die Strecke BD, die bleibt immer gleich. Die Höhe kann allerdings variieren, aber an der Stelle MP0 ist sie am kürzesten und damit wird auch der Flächeninhalt des Dreiecks BDP0 bzw. PN am kürzesten, wenn die Höhe am kürzesten ist. Also berechnen wir jetzt diesen Flächeninhalt von BDP0 und schauen nach, wie groß der ist. Flächeninhalt des Dreiecks BDP0 ist gleich 0,5 mal BD mal MP0. Ja, also MP liegt ja senkrecht wieder auf der Strecke BD. Ist 0,5 mal BD waren 8 cm mal 4,99 cm. Das lassen wir jetzt den Taschenrechner wieder rechnen. Das sind dann 19,96 cm. Und jetzt sieht man, glaube ich, schon die Lösung. Das ist viel größer als die angegebenen 18 Quadratzentimeter. So, und was heißt es jetzt? Naja, das ist der kleinste Flächeninhalt für diese Dreiecke BDP,
N müsste es eigentlich sein. Ja, P0 lassen wir stehen. Stimmt. Also das ist der kleinste Flächenhalt für diese Dreiecke BDP-N. Ja, der BDP-0 ist der kleinste Flächenhalt. So. Und wenn der kleinste Flächenhalt gerade mal 19,96 Quadratzentimeter sein kann, gibt es natürlich dann kein Dreieck, das kleiner sein kann. Und damit ist unsere Begründung vollständig. Dann schreiben wir es vielleicht noch dazu. A, B, D, P0 ist das Dreieck mit dem kleinsten Flächenhalt.